Wir sind wieder zurück bei Echo. Und Echo. ja, wie geht's dir, Erik? Alles gut? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Alles Taco, alles überstanden. Wir haben ganz kurz Pause gemacht, jetzt wird's auch wieder Tag. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich fühle mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen knusprig, aber sonst ist eigentlich alles gut. Okay, na gut, ja gut, aber du hast ja auch die Nacht jetzt quasi auf dem Ding da verbracht. Ja, Vielleicht. ist das jetzt automatisch ausgegangen? Nee, das habe ich gerade ausgemacht, weil es Tag wird. Okay, oder habe ich das gesteuert? Und weil es ein bisschen angebrannt riecht. Okay, Ich war ja nicht so gut, sicher. das kann Kann passieren. aber auch gerade von draußen kommen hier. Das so, weiß ich nicht genau. Ihr wohnt ja neben einer Fischbude, ne? Was? Wir haben unsere Was? eigene aufgemacht. Ach so. Läuft halt nicht mehr mit YouTube, da muss man halt gucken, ne? Ja gut, dann musst du halt expandieren. Richtig. Aber kann ich hier? Ah, ich bin wichtig, ich nutze das Wort expandieren. Wow. Expandierungspack. Ja. So. Expandierungspack ist kein rassistisches Wort, ne? Nee, alles gut, Das alles gut. ist ja quasi Expansion Pack. So. Ach so, okay, Was denn? also, Ist es habe ich doch, jetzt gar ne? nicht dran gedacht. Dieses Expansion Pack, Alter, kann bleiben, muss herkommen. Das ist einfach nur, heißt ja einfach nur, ich mag keine DLCs. Ja, So. aber die Expansion Packs quasi waren ja noch richtig geil. Richtig. Ja, Also früher war da. richtig. Ja. Also. Das ist ja schon ein Unterschied zu den heutigen Expansion Packs. Hier, zahl mal 7 €. Guck mal, ein neues Kleidungsstück. Boah, das hasse ich ja am meisten. Geil. Vor allem wie heißt das nochmal? So bei so Klopp-Spielen. Sowas wie Tekken oder Ja. sowas. Wo du dann für Ja. jeden Scheiß einfach zahlen musst. Ja, das ist echt teilweise krass. Aber man macht's halt trotzdem irgendwie. Wenn einem das Spiel wirklich gefällt, macht man's halt trotzdem irgendwie aus. Ich weiß auch nicht warum. Ja, oder bei Let's Plays, wenn man dann wirklich alles zeigen will, dann macht man es halt auch. Oder holt dann am Anfang dieses 70-Euro-Pack, da ist am Anfang ein bisschen Begrüßungsgeld mit bei und ein paar neue Klamotten, weißt du? Oh Mann, ich will so politisch unkorrekte Witze machen. Ich entschuldige mich dafür, aber ich hatte gerade im Hinterkopf, man könnte es ja quasi das Grenzöffnungs-DLC nennen. Weil wegen Begrüßungsgeld und ein paar Klamotten sind dabei. Ja, das war ja so. Das Ja, ist ja nicht hau mal, einfach ist ja nicht mal raus. böse. Ja, ich traue mich Seid trotzdem Cards nicht. Against Humanity ist doch sowieso Ja, alles dieses verloren. ganze Political Correctness-Gebabbel macht einen fertig, weil man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was darf ich überhaupt noch sagen. Man traut sich gar nicht mehr, überhaupt was zu sagen. Und man meint es ja auch nicht zwingend böse. Man will ja auch niemanden anpissen oder sonst was. Ist halt einfach, ja, ist halt mal lustig. Also ich habe das mit der Political Correctness habe ich aufgegeben. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil du konntest ja nichts sagen. Nee, Nee. Gronkh, kannst du was gegen Leute, die nichts sagen? Das ist halt dieses, ne? So in der Ja, Richtung. natürlich. Du sagst einmal in deinem Leben links und dann kommen sofort welche, die sagen, ja, was ist mit rechts? Ja, genau. Ja, so ist es halt. Ja. Du hast vorher immer rechts gesagt, aber jetzt sagst du einmal links, ja, was ist mit rechts? Ja, aber Damit meine leider ich ist es nicht genauso. politisch. Ja, Nee, so. das ist einfach richtungsweisend, Tobi, richtungsweisend. Da greife ich mir zwischen die Beine und schrei wie Michael Jackson. Schimone! Michael Jackson, ey. Das war ja auch ein guter, ne? Finde ich auch. Und trotzdem auch da wieder, alle Welt lebt von Gerüchten in Gerüchten. Jeder will in diesen Gerüchten baden quasi. Und letzten Endes weiß keiner, was wahr war. Was wahr war? Baba. Was Keiner weiß, wahr was war? Baba. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Achterlänge, Tobi. Oh ja. Jetzt 1, kommen wir endlich mal zum 2, richtigen 3, Thema hier. 4, 5, 6, 7, 8. Was war das? Irgendwas hat gerade geknackt und ich weiß nicht, was es war. Dein Nacken vielleicht? Ich schwör auf Nacken. So. Gut, das sieht gut aus. Jetzt mache ich da auch nochmal. Ich habe nicht mehr so viele, nicht mehr genug Zäune, aber ich hau den da trotzdem nochmal hin. Ich hoffe, das bleibt alles grasfrei hier. Die mit Zäune Jehovas hatten wir schon mal, ne? Bestimmt, Tobi. Also da mache ich mir wirklich wenig Sorgen, dass wir den nicht schon hatten. Okay. Ich glaube, hier kann ich auch noch eine Rampe runter machen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die baut. Aber. Dirty Ramp oder was für eine? Ja, genau. Die baust du Dirty in diesem. Ramp. In diesem ganz normalen Table hier. Nee, ich hab ja schon eine tatsächlich.
Ich muss nur gucken, wie man, wie ich dies hier hinsetzen kann. I'm bringing dirty back. So, hier einfach hin. Hallo? So. Wenn du noch eine Ramp brauchst, ich habe nur 7 Stück, ne? Also. Boah, geil. Ich glaube, eine habe ich. Wir haben ja. Erde ist ja relativ rar bei uns, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, schwierig, schwierig. Also Erde. Oh, da habe ich einen Card. Okay. Den brauche ich. Against Humanity? Ja, den wollte ich ihn gerade nennen. Card Against Humanity. Juhu. Ich weiß noch gar nicht, wo brauchte ich den? Ich habe keine Ahnung. So, use. Oh, warte, ich nenne meinen auch um. Kann ich das nochmal? Ach, hier. So. Sonnenschein. Reis. Geil. So. Heißt auch so, ne? Also, ich guck mal ganz kurz. Darf man das? Ja, doch, darf man. Ah, hier. Da mach ich auch nochmal schnell. So. Haben wie wir heißt den? Deiner? Meiner heißt Card Against Humanity. Und der andere heißt geil. Polizei. Meiner heißt Sonnenscheinreisen. Oh, das ist auch schön. Vielleicht kann ich dann eine Heizdecke erstehen oder so. Voll geil. Oder eine Runde an der Scheibe lecken. Das macht man ja so. Bei Sonnenscheinreisen? Was? Ja. Machen die nicht auch... Nee, das mach ich jetzt nicht. Nee, jetzt will ich's wissen. Nee, machen die nicht auch so Schuleskorte quasi für Menschen mit Behinderung? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Doch, also bei uns gibt es tatsächlich, oder gab es zumindest mal ein Unternehmen, das so hieß und das gemacht hat. Okay, und die lecken dann an Scheiben? Nee, das ist ja jetzt egal, Erik. Das müssen wir jetzt nicht, ne, vertiefen. Hm? Tobi, das will ich jetzt aber genau wissen. Nee, das willst du jetzt nicht genau wissen. Über die Kappe. Was? Hast du Angst, dass ich jetzt weiter in die Scheiße reite? Ich brauche mir nur deine Schilder hier angucken, Behindertenparkplatz. Hä, wieso? Da haben sich Leute bedankt für. Natürlich. Ja, guck in meine Kommentare, Tobi. Da sind nämlich ja, vernünftige klar. Menschen. Mein Video, zieh dir die Mid-Rolls, alles klar. So. Die Nummer wieder. So. Leute haben sich bedankt, dass endlich mal jemand mitdenkt. Ja, das finde ich auch sehr vorbildlich von dir. Ne? Da kann man jetzt nämlich ganz schnell, kommt man an diese Bredouille, wo man denkt, ist das jetzt feindlich gemeint oder soll das jetzt sich lustig machen darüber? Das soll nur auf Missstände hinweisen, Tobi, auf gesellschaftliche Missstände. Ja, finde ich ja gut, ist ja alles gut. Finde ich super, dass du da so mitdenkst und wirklich auch für die Bevölkerung. Ich dachte schon, du bist ein Hater. Von Behinderten. Nein. So. Haben Behinderte überhaupt Hater? Darf man das überhaupt? Ja, 100 pro, klar. Okay. Warum hat der einen extra Parkplatz? Lalala. Also Behinderte und Frauen haben eigene Parkplätze. Ja, wobei ich das mit den Frauenparkplätzen, also mit den Mutter-Kind-Parkplätzen, finde ich ja schon irgendwie so ein bisschen grenzwertig, nach wie vor. Habe ich, aber ich glaube, das ist eher wegen Übergriffen. Das ist jetzt nicht, damit die es bequemer haben, irgendwo hinzulaufen, sondern weil die eher gefährdet sind im Parkhaus zum Beispiel, dass was Schlimmes passiert oder so. Ja gut, da finde ich das schon wieder in Ordnung, aber jetzt, dass die Mutter-Kind-Parkplätze genau da sein müssen, also noch quasi, bei uns im Realmarkt ist es zum Beispiel so, dass die Mutter-Kind-Parkplätze noch näher am Laden dran sind als die Behindertenparkplätze, was für mich jetzt also wirklich Sinn macht. Könnte ich mir so erklären, dass vielleicht Kinder einfach unachtsam sonst hin und her laufen, Behinderte machen das selten, glaube ich, also ich weiß es nicht, es gibt wahrscheinlich auch Behinderte, die unachtsam hin und her laufen, so, keine Frage, ne? Ich will da niemanden diskriminieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht deswegen ist, weil Kinder eher schon dazu tendieren, einfach schnell mal über die Straße zu laufen. Ja gut, aber die also da ist ja eine Straße noch zwischen den Parkplätzen und dem Realmarkteingang. Ja, vielleicht deswegen. Damit Kinder nicht so schnell so weit weglaufen. Ich weiß es sonst auch nicht, Tobi. Ich kenne da auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das einen besonderen Hintergrund hat. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt muss ich da... Oh, das ist doch... Was denn? Man Sachen immer containen im Rumus. Das ist immer so... Oh. Ach ja. Oh. Ach, das ist manchmal... Man hat es nicht leicht, Tobi. Aber leicht hat es einen. Hast du zufälligerweise noch ein paar Steinziegen, die ich mir darüber leihen kann? Leider, also ich weiß es ehrlich gesagt, ich muss nachgucken.
Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, leider nicht. Du musst gucken. Tobi, du musst gucken. Alles klar, ich gucke. Huch. So, wie viel habe ich denn? Ich mache erstmal 15. Was denn? Was huchst du denn? Ich bin gerade irgendwie durch dein Lager gebracht. Boah, Alter, ist das laut. Alter, voll erschrocken. Ich habe ganz kurz in der Kindertagesstätte habe ich Sachen in Auftrag gegeben, ne? Ja, gerne, gerne. Ich habe auch ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold gemacht. Das ist alles in dieser einen Kiste da drin. Ah, okay. Okay, ich bin auch gerade dabei. Jetzt nochmal 20 Eisen. Ein Maximum-Button wäre schön. Oder ein Maximilian-Button. Der gibt immer sein Maximum, King. So. Maximum King? Was? Nicht? Was, Erik? Was? Hm? Kinder Maximum King. King, kennst du den nicht? So. Wumsi, Wumsi, Kisten müssen noch frei sein. 33 Eisen, ja, wird langsam cool. Geil. Soll ich das ganze Gold mal einschmelzen, was ich noch bei mir rumliegen habe auf dem Lager? Hä, hey, was ist mit deinem Charakter los? Du bist so dunkel. Hm? Hast du dein Skin geändert? Nee. Hä? Du bist. Hä? Du bist bei mir plötzlich schwarz. Was? Echt? Aha. Hä? Ich hab mich endlich mal richtig gewaschen und jetzt. Guck mich an. Hast du endlich mal dein Weißes abgewaschen, deine weiße Hautfarbe? Ja. So wie ich hab's immer gewusst. Das sollte einfach jeder so tun. Sich einfach mal reinwaschen. Mann, Gott sei Dank. Plötzlich sind wir nicht mehr nur alle im Herzen, sondern auch äußerlich einfach alle schwarz. Boah. Das habe ich damals schon geahnt, als ich mal Hip-Hop gehört habe. Du meinst, als du auch selbst gerappt hast? Richtig. La Familia. Hm? La Familia. Unter anderem. Das, ganz ehrlich, es gab viel Schlimmeres. Das kannst du aber glauben. Die Anfänge waren nicht leicht, Tobi. Sie waren nicht leicht. Gibt es da Zugriff drauf? So, weiße Kids, die plötzlich schwarze Musik machen. Schwierig am Anfang, schwierig. Ja. Oh. Und natürlich, wie es sich gehört für Hip-Hop, ne? Mhm. So halbwegs behütet zu Hause aufwachsen, aber natürlich ein Lied über die furchtbaren Missstände machen, weißt du, so. Das gehört einfach dazu. Man kennt sich ja aus. Ja, natürlich. Natürlich, man ist ja down under, weißt du? So. Ach, ein Träumchen. Deswegen, ich find's aber heute noch. Hat sich nicht viel geändert tatsächlich, was so Rap angeht oder was auch immer. Da hat sich echt nicht viel geändert, was die junge Generation angeht, die dann Bushido hört und halt wirklich denken, dass sie Koks verticken an Albaner, weißt du? Ja. So. Wobei ich weiß, Bushido ist für mich so die. Oh, weiß ich nicht. Das ist für mich so der. Der absolute Untergrund, oder besser gesagt, der absolute, so von wie nennt man das, so diese Na. Schmutz. Hat er nicht gesagt. Warum? Nee, also ganz ehrlich, ich kenne mich auch nicht so wirklich aus, ich kann da gar nicht so richtig mitreden, das ist so. Das driftet doch alles bei den meisten mittlerweile so richtig in die antisemitische Richtung mittlerweile ab, das ist voll krass. Okay, ich bin da schon lange nicht mehr im Game, wie es ja so schon heißt, kann ich nicht sagen. Weiß ich gar nicht. So lustige PR-Gags, wie das bei dem einen Rapper irgendwie plötzlich jüdische Mitbürger sozusagen kostenlos rein dürfen. Wie dürfen die rein nochmal? Kostenlos. Ach so, okay. In seine Konzerte. So, weiß ich. Aber letzten Endes, das meiste, wie du schon sagst, das meiste ist eh nur noch PR. Das ist einfach nur, damit die Kids das irgendwie geil finden. Ja, das ist ja wie diese ganzen Tweefs oder was weiß ich, was es da immer gibt. Naja, da wird dann irgendwie, ja, ich bin hier Straßenjunge und lebe bla und dann, wobei inzwischen ja nicht mehr so, inzwischen ist ja auch viel mit Benz und Dekadenz. Ja, und irgendwie mit Nutten und sowas, weißt du, dann haben sie voll die Familie zu Hause, sitzt wenn die Frau dann zu Hause das Maul aufmacht, dann spuren die alle so, weißt du? Aber vielleicht sind das dann die Nutten. Was denn, wenn die ihre Fresse nicht aufmachen quasi? Oder wenn die so unterbuttert sind und einfach nur vielleicht. Wenn die dann ihre Fresse aufmachen, so, dann sind die Kerle dann, die da voll einen auf Gangster-Rapper machen, die spuren dann plötzlich vor ihr. Ach, so meinst du das? Ich dachte umgekehrt. Dass es vielleicht Frauen sind, die nur wegen Kohle und Fame und so und lalala. Kann ja auch sein. Die ganzen Rapper, die haben doch alle keinen Schwanz in der Hose, bitte. Tobias! So. Aber sind wir mal ehrlich, ist es nicht generell immer so, dass, na gut, vielleicht nicht überall, es gibt natürlich immer solche und solche, aber
oft ist es so, dass der Mann tatsächlich, die Frau gibt dem Mann das Gefühl, die Hose anzuhaben, aber die Frau sucht sie aus. Verstehst du? So. Ja, ist so. Finde ich aber auch, also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Probleme. Ach, ich auch überhaupt nicht, um Gottes Willen. Solange das nicht ausartet jetzt, sag ich mal so, ist das alles easy. Ja, eben. Habe ich weniger Arbeit, wenn die Hose aussuchen. Ne? Ich sitze da nur, ja, alles klar. Nice. So. Finde ich gut. Ja. Und man selber hat ja auch nicht unbedingt das Auge für die Hose. Nee, natürlich nicht. Man ist ja auch, als Mann ist man ja zu dumm, um eine Hose zu kaufen. Richtig. Manchmal darf ich mir aussuchen, was ich oben rumtrage. Darf ich heute ein T-Shirt? Nein! Nee, ich finde, das klappt aber ganz gut und das ist eigentlich so im gegenseitigen Einvernehmen. Der Mann darf sich manchmal noch fühlen wie, weiß ich nicht, als hätte er das Sagen, aber wir wissen natürlich alle, wie es ist. So. Und ich kann damit ehrlich gesagt auch ganz gut leben. Ja, ich auch. Also. Also hier zum Beispiel, ich glaube behaupten zu können, dass bei uns zu Hause tatsächlich alles ziemlich gleichgestellt ist. Und bei manchen Sachen bin ich vielleicht sogar etwas weiblicher als Tati. Okay, das will ich jetzt wissen. Nein, möchtest du nicht? Doch, das möchte ich jetzt wissen. Belassen wir das einfach bei dem Thema, weil es ist sehr schwierig. Da kommt man auch mal schnell, ne? Und Tobi, du kennst das ja, da darf man ja nicht so und dann ist ja auch. Ne, Tobi? Ich möchte das jetzt bitte wissen. Was meinst du damit? Nichts, Tobi, nichts. Manchmal muss es eben Mumm sein. Also zum Beispiel, ich bin bei uns zu Hause zum Beispiel auch nicht der, ne, normalerweise kennst du ja, der Mann kommt von der Arbeit und trinkt sich ein Bier. Ja gut, du kommst ja nie von der Arbeit. Ja, das auch. Und vor allen Dingen, ich bin aber bei uns zu Hause jetzt auch nicht der Biertrinker zum Beispiel. Ah, okay. Nur so als Beispiel. Das war jetzt eins von vielen quasi. Ja, okay. Ja. Ich kriege auch meine Tage. Okay, ja, finde ich auch gut, dass du da einfach so, das ist ja schon auch so ein gewisses, dass die einfach nicht alleine leiden muss. Ja, und dann gehe ich halt auch ab und zu mal zum Frauenarzt. Okay. Oh, warte, okay, ich kann 25 immer machen. Oh, okay. Hätte ich vielleicht mal vorher darauf achten sollen. Entschuldigung. Das ist mal wieder genau das Thema, ne? Weißt du, es gibt einen Frauenarzt, aber warum gibt es keinen Männerarzt? Sind Allgemeinmediziner oder so? Oder Proktologen? Sind das Männerärzte? Aber oh Mist, ich hab schon wieder nicht geachtet. Die Frage ist, braucht es denn einen Männerarzt? Nein, die sind ja alle hart. Also, ne? Warte mal, hier, es ist gerade sehr laut hier. Ich muss hier mal raus. Ich bin gerade in einer Kinderfreizeit. Nochmal bitte? Ich hab gesagt, wir sind ja alle hart im Nehmen, so, weißt du? Wir brauchen keine Ärzte eigentlich. Ja, ich gehe ja eh nicht hin. Eben. Da muss mich die Frau schon wieder hintreten. Ich war aber auch, weil ich das letzte Mal beim Arzt ist, schon Ewigkeiten her. Siehste, da muss deine Frau dich hintreten. Ja. Ist aber eigentlich nicht gut, weil eigentlich sollte man schon zum Arzt gehen. Manchmal fragt man sich, wie man alleine überhaupt lebensfähig war. Es hat zwar vorher irgendwie geklappt, aber irgendwie. Vielleicht hast du vorher nicht gelebt, Erik. Das kann sein. Ohne Liebe nicht gelebt, Tobi. Wow. Das war deep. How deep is my Loch? How deep is my Loch? How deep was? Is my... Was? Ist das nicht so ein Lied von... Von wem war denn das damals? War das Take That? Ich weiß es gar nicht. War das Take That? Ich keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht mehr so aus. Ich will es gar nicht wissen. Das so. Klingt echt ekelhaft. Nein, okay. Man kommt hier nicht runter. Würfel lau ab jetzt. Hä? Ich bin doch aber auch hier hochgekommen. Was denn? Okay. Man lerne, nicht überall, wo man reinkommt, kommt man auch wieder raus. Das hast du aber früh in deinem Leben erfahren. So deep, Mann. How deep is... Ja, okay. Also Treppen bauen ist echt ein Krampf in diesem Spiel, ne? Ja. Oh, ich wollte mich noch riesig. Ich wollte mich ja noch am Dach probieren. Oh. Das ist einfach viel zu groß, Mann. Zack. Ja, ich finde die Treppen auch super umständlich. Einfach mal so ein schönes Treppchen bauen ist nicht. Und vor allem sind die auch alle hässlich. Ja, du kannst die nicht schön bauen, das stimmt. Nee. Nein, das war das falsche Ding. Ich wollte das hier.
So, schön Stampfi Stampfi machen. Mit dem Kartoffelstampfer den Weg kloppen. Sehr. So, hier muss ich erstmal den Weg machen. So, und dann hier auch noch. Hä? Hä? Was kann ich das? Warum geht das denn? Hä? Hä? Manchmal ist diese Mausabfrage jetzt manchmal so komisch. Tobi, was ist denn los? Wo bist du gerade? Ich bin gerade bei den Feldern. Ah, okay, dann alles gut, dann alles gut. Wieso? Was ist los? Irgendwie. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir. Hä? Ich habe gerade immense Probleme damit, den Boden zu treffen. Oder den richtigen Boden zu treffen. Alter. Hallo? Ist übrigens cool, dass wir ein Erdlager gemacht haben und neben deinem Haus schon wieder so ein Erd-Stockpile wächst. Ja, wird aber nicht mehr lange so sein. Ich wollte nämlich Road-Ramps machen, ja, diese Erd-Dirt-Ramps. Die kann man nämlich zu 999 Stück stacken und die fressen ganz schön viel Erde. Das heißt, notfalls kann man immer Dirt-Ramps machen. Pass mal auf. Warte. Ich will das eben noch ganz kurz zu Ende machen hier. Boah, das ist echt frickelig hier, diesen Boden nachträglich reinzuhauen. Man muss pixelgenau irgendwie, dieses Bodenteil treffen. Ach so, ja, das ist nervig, ja. So, das sieht gut aus. Ja. So. Huch, hier ist gerade Gras verschwunden, glaube ich. Ich habe wegen dem Verschwunden gelacht, ne? Nur nicht, dass du. Achso, ja, schon. Gut. Just many things. So. Fuck. So. Tobi? Ja. Wegen dem Thema gerade nochmal, wer kocht bei euch eigentlich? Ich. Macht ihr auch Spaß, also, ne? Meistens. Ja, also ich backe lieber, aber ich koche auch gerne. Siehst du, ist mir nämlich eingefallen. Also bei uns, ich muss zugeben, die Tati macht's halt meistens. Also eigentlich meistens Bringdienst, weil beide keine Zeit haben. Aber wenn, dann meistens Tati. Heute habe ich mal, also ich auch schon ab und zu mal inzwischen. Und ich habe dabei immer so eine große Freude einfach. Das macht mir echt Spaß. Ja, kochen ist geil. Ja. Vor allem dann, weil du halt dich selbst danach belohnst quasi. Ja, ich finde nur, dass die Belohnung viel zu wenig anhält. Ja, das stimmt. Aber es kommt immer auf die Menge an, die du kochst. Ja, aber dann trotzdem, dann kannst du halt auch nicht mehr. Und dann versucht man halt 80 Kilo Hackfleisch. Ja, und man versucht dann irgendwie langsamer zu essen, einfach nur damit es länger anhält, was eigentlich auch ganz gut ist. Ich kannte mal jemanden. Ja. Im Zivildienst war das noch. Also ich habe ja kein Zivi gemacht, aber ich habe da halt gearbeitet, Behindertenpflege und so. Mhm. Alter, da war einer, da war einer, der hat an einer normalen Wagner-Pizza, kennst du ja, ne? Das sind diese dünnen Salami-Pizzen, so, ne? Mhm. Normale Pizzagröße, hat der 2 Stunden gegessen. Hä? Ja. Weil der so langsam gegessen hat, der hat wirklich jeden Bissen so dermaßen gut gekaut. War der dick oder dünn? Das war ein ganz dünner, schlaksiger Typ. Ich glaube, das soll ja auch helfen irgendwie, wenn man nicht so schlingt, ja, sondern wirklich alles durch, ne, und dann mit diesen Speichelenzymen, Fragezeichen, versetzt, dass es dann hilft. Und übrigens, ja, das stimmt. Ganz kurz nochmal, ich hatte bei Eco auch mal, glaube ich, über Dingens, ne, über Low Carb und sowas, und dann gab es auch ganz viele Expertenkommentare, und das ist total liebevoll und lalala, und auch, aber ich hab ja gesagt, ich mache wieder, ne, es gab auch ganz viele No Carb Kommentare. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ding ist. Interessiert mich ehrlich gesagt auch herzlich wenig. Aber ich habe ja gesagt, ich mache gar keinen Low Carb. Ich mache ja mit Carb. Ich mache mein eigenes Ding, wo ich halt versuche, so ein bisschen auf bestimmte Kohlenhydrate zu verzichten. Und für mich funktioniert es, weil der ausschlaggebende Punkt ist einfach, dass man automatisch ein bisschen bewusster auf seine Ernährung achtet. Und das ist schon die halbe Miete, wenn nicht sogar die ganze. Ja, das stimmt. Ist mir so aufgefallen. Ist ja sogar tatsächlich, also fast scheißegal, wann du am Tag isst. Das wurde ja mittlerweile tatsächlich auch so ein bisschen revidiert alles von den Forschungen her. Ja, echt? Ja, also es ist, so wie ich das letztens gelesen habe, ist es wohl tatsächlich scheißegal, wann du isst. Okay.
Es ist eben halt, es kommt halt drauf an, ja, was du isst. Okay, also bei mir hat es momentan geklappt und ich bin jetzt zum Beispiel auch allein durch diese Low-Carb-Geschichte, die dann später zu Mid-Carb wurde und jetzt halt einfach so darin gegipfelt ist, dass ich aber ein bisschen darauf achte, was ich esse, ist halt dann bei mir zu Obst umgeschlagen und sowas oder Eiweißbrot und sowas halt, ne, zu gesünderen Dingen. Ja, ja, es ist nichts Verkehrtes auf jeden Fall. Eben. Und seitdem fühle ich mich eben auch selber nicht mehr so abgeschlafft und so, nö, nach dem Essen, wo man ansonsten immer so durchhängt, weißt du, oh, bleh, sondern halt etwa, schon fitter einfach. Jetzt erstmal ein Schnäpschen, Hannelore. Richtig, erstmal Kräuterschnaps, erstmal die Bakterien abtöten. Oh, kommen Sie mal ganz kurz bitte her. Sekunde, ich bin fast fertig. Komm mal her. Bin fast fertig. Bei Fuß, Erik. Ja. Was machst du da eigentlich? Machst du die Felder kaputt? Nee, ich habe die Felder umgegraben, damit das Gras da weg ist. Okay. Ja, Herr Tobensen? Wie sieht das für dich aus? Sieht das aus wie Glas bei dir? Das sieht ja so ein bisschen aus wie, weiß nicht, so Würfelmarmor oder Mustermarmor. Das soll Glas sein. Das soll Glas sein. Also ich wollte das als Glasscheibe machen. Ich wollte eine Glasscheibe machen und irgendwie ist das. Das ist doch keine Glas. Hä? Da kann man doch gar nicht durchgucken. Nee. Ich kann die Größe auch nicht beeinflussen. Normalerweise ist das ja so eine dünne Scheibe, ne? Aber geht nicht. Ist das ein Glasblock oder was? Nee, das ist normal eine Glasscheibe. Hier steht: Glass. A transparent solid material useful for more than just windows. Okay, super merkwürdig. Und eigentlich konnte ich die letztes Mal immer noch benutzen und quasi als Fenster reinmachen. Du hast ja auch Fenster. Gut. Musst du mit dem Hammer vielleicht irgendwas machen? Also mit dem Hammer, Shift und dann mit dem Mausrad hoch runter? Gar nichts. Das ist komisch. Die haben auch einige, die haben auch... Alter. Die zerstören unser Spiel. Ja, Mann. Die haben auch einige Icons fehlen oder fehlten letztes Mal zumindest. Ich weiß nicht, ob die inzwischen wieder da sind. Die haben einfach so ein paar Icons rausgenommen von Gegenständen. Da steht jetzt erstmal so ein komisches Sondersymbol, steht jetzt Template dabei. Oh. Ja. Ja, wie ist da momentan so ein bisschen Stranger Things am happening? Ne? Allein dafür hat sich ja Witz gelohnt, dafür hat sich ja schon gelohnt alles. Ich glaube, das Feld kann... 1, 2, 3. Ich glaube, das Feld kann sogar noch ein kleiner. Okay, hier sind die Fenster auch alle draußen, die ich damals schon eingesetzt hatte. Hä? Kann das sein, dass sie da was geändert haben vielleicht an diesem Block? Nein, das kann nicht sein, Tobi. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Tatsächlich. Naja. Okay. Tja, schade für dich, ne? Dann ist das eben so. Schade für dich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber okay. Schade für dich. Lalalalala. Find's gut, dass du nicht schadenfroh bist, Erik. Hm, ja, so bin ich eben. Wie hast du den Zaun gemacht, oder wo, besser gesagt? Da musst du Lamba machen. Ah, ja, okay, nee. Ich kann dir, ich hab noch was auf dem Stapel, glaube ich, nicht mehr allzu viele. Aber ich kann dir da was machen, wenn du willst. Ja, mach du erstmal die Felder da fertig, alles gut. Ja, ja. Ich brauche sowieso noch ein bisschen, also. Ich glaube, ich bin ja eh gleich durch. Du bist schon lange durch, ey. Danke, Tobi. Kleiner Arsch. Wie ist das eigentlich mit diesem, mit dem Strom von der Mühle, die du da hast, ne? Ja. Also von diesem Drehding. Musst du ganz komplizierte Kabel legen. Wirklich? Nein. Okay. Geht einfach automatisch. Muss die an dem Raum quasi sein, wo dieses Gerät drinsteht, was den Strom braucht? Also ich habe gelesen, dass das einfach 10er Block im Umfeld, mehr nicht. 10er Block im Umfeld, alles klar. Genau, okay. Genau. Hoch, runter, oben, unten, links, rechts, überall. Oder scheißegal. Was? Okay. So habe ich es gelesen. Das heißt nicht, dass es stimmt, aber es hat funktioniert. Ja doch, alles was im Internet steht, stimmt. Eben. Ja gut, das stimmt. Hey. Eiskalter Geschäftsmann. So hast du mich aber auch kennengelernt, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Ja, knallhart. Ich werde irgendwann mit der Geschichte rausrücken, was wirklich geschah und warum wirklich mein Twitch-Kanal jetzt auch noch in die Grow fließt. Widerlich einfach, das ist widerlich. Ich werde die wahren Geschichten und die wahren Stories ans Licht bringen irgendwann. Tobi, bitte. Als... Ja, Freund kann ich ja nicht sagen. Als knallharter Geschäftsmann... Freund. Bekannter. Ja. Ja. Nee, ich fühlte mich nach der Vertragsunterzeichnung... Mhm, dreckig? Ich fühlte mich schon gefickt. Wurdest du ja auch. Parallel. So.
So, das war ja all inclusive. Stand ja auch, steht auch so im Arbeitsvertrag halt, ne? So, einmal im Monat kommst du über den Bock. Oh, warte mal, mein Buch ist fertig. Apropos, mein Buch ist fertig. Klebst du da auf dem Ding drauf, ey. So, warte, wo ist er? Wo ist es denn? Ah, und das Hemd ist auch fertig, okay. Mal kurz gucken. Kann man? Oh, geil. Ich habe einen Busch in meinem Zimmer. Kann ich eigentlich Kriege führen? Das musste mir nichts. Ah, okay, jetzt habe ich. Das hat gedauert. So, das packe ich da rein. Das packe ich dann da rein. So. Mal kurz was gucken. Achso, ah. Okay, ja gut, das geht. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Unter, ne? Wenn sie da hinten ist, müsste aufgehen gerade. Ah, okay. Oder? Eigentlich geht die da hinten immer auf. Da kann die auch nicht da hinten untergehen, normalerweise. Aber was weiß ich schon. Für mich geht Sonne nur an oder aus. So. Cooking! Yeah, ich hab Cooking! Geil! Nights! Efficiency, mach ich auch nochmal. Schönes Brathähnchen, bitte. Mal schön Speed reinkloppen. Also ja. Beim Skill meine ich. Achso. Ja, langweilig. Und, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt kann ich den Cooking Table benutzen. Yeah! Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Huckleberry Extract, was? Tortillas. Oh, lecker. Oh. Oh Gott, das wird aber, das Kochen wird so aufwendig dann, glaube ich. Das wird richtig aufwendig. Ja, klar. Ein süßer Salat. 15 Carbs, 7 Proteine, 9 Fett, 18 Vitamine. Alter, der, das wäre das Richtige. Was braucht der? Sirup, Fruchtsalat und normalen Salat. Ach, leck mich doch am Arsch. Und ein Crimson Salad? Ich bin ja auch dumm. Boah, 22 Vitamine. Leck mich am Arsch. Der wäre genau richtig zum Fleisch. 10 Tomaten, 10 Rüben. Das kriegen wir hin. 5 Infused Oil. Was man macht aus Huckleberry Extract und... Ach du Scheiße. Und Basic Salat. Ja, leck mich am Arsch. Und wieso kann ich den Basic Salat nicht hier dran machen? Das ärgert mich ein bisschen. Ich kann doch am Tisch... Wo ich lauter Salate herstellen kann, kann ich den Grundsalat nicht herstellen. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, 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 das macht Sinn. Nein, Tobi, es macht keinen Sinn. Natürlich. Was brauche ich denn jetzt dafür, um normalen Salat herzustellen? Liebe. Ach, sowas kann ich nicht craften. Und das neue Knorr-Fix für Fix-Salat. Für was Salat? Für fixen Salat. Achso, ich habe das falsch verstanden. Okay, fixer Salat hast du verstanden wahrscheinlich. Nein, was ganz anderes. Ist schon okay, ist schon okay. Fixsalat? Was? Tobi, jetzt reicht's aber bitte. Entschuldigung, das ist das einzigste Realistische, was ich mir jetzt... Also, ne? So. Ich würde gerne noch was... Boah, sieht das cool aus. Ich würde gerne noch was anbauen. Da könnte noch ein Haus hin mit irgendwas. Was denn? Oh, sieht diese Natur schön aus. Da muss noch ein Haus hin. Okay, Zäune helfen übrigens nicht gegen Tiere. Die latschen einfach drüber, als würde es sie gar nicht geben. Das kann ich mir abschminken dann. Oh. So. Haben wir irgendwo noch Steine, also rohe Steine? Ja, ganz viele in der Mine. Echt? Okay, cool, da fahre ich da eben hin. Du musst sie nur abbauen. Hm? Und das findest du jetzt lustig? Schon ein bisschen. Okay, da hinten kommen Tomaten hin. Die lange Pause dahinter. Verdammt. Fern. Krimini Mushroom. 34 Minuten. Wir müssen zum Ende kommen. Warte, lass mich noch ganz kurz gucken, was ich da anbaue. Hier könnte ich vielleicht Korn anbauen, eventuell, aber das ist halt nicht drin. Korn Neuer. Korn Neuer. Haben doch die Bayern mal damals, als sie Manuel Neuer verpflichten wollten. Aber was ist denn Wheat nochmal? Weizen? Ja. Wheat ist Weizen, ja. Ja, Weiz. Okay, pass auf, ganz kurz. Oder je nach Branche vielleicht auch so ein Spaßmacher. Okay. Ja, so ein Chill. Ja. Okay, warte ganz kurz. Kann ich Weizen direkt anpflanzen?
Das ist Reis. Das ist Weed Seed. Ah, alles klar. Okay, warte. Ich brauche einen Snickers jetzt. Freizeitpark Ruhrpott, Alter. Was? Wieder nur eine Hacke. Ich finde das schön. Ja, es ist Liebe. Liebevoll. So, ich baue jetzt hier random Sachen an, die einfach nur hier wachsen, wo ich aber nicht weiß, ob wir die später zu irgendwas Sinnvollem kombinieren können. Finde ich gut. Aber ich denke, wir sind ja nur zwei Personen, wir brauchen eigentlich gar kein ausgefallenes Essen großartig. Aber ich dachte, weil das Spiel das hergibt, kann man halt so ein bisschen gucken, was geht. Was denn? Ah, ich hab ein Bein erschlagen. Was? Ist mir auf den Kopf gefallen. Ah, pass ein bisschen auf, Tobi. Du weißt doch, wie gefährlich Untertagebau ist. Wir haben doch oft drüber geredet. So ist das im Freizeitpark halt. Ja, da muss man trotzdem ein bisschen Acht geben. Du kannst ja nicht einfach jede Rutsche mitnehmen. Ach, der Louis Axel schreibt die ganze Zeit auf Twitter, weil ja heute die Folge rauskam, wo er drin war. Da wird er wahrscheinlich jetzt bombardiert. Wer ist, worum geht's? Worum? Sea of Thieves, der Typ, der mit uns den Raid gemacht hat. Ach so, ach, er war das. Ah. Ja, und die Folge, die kam heute raus. Ach cool, ah geil. Oh, hab ich ein Thumbnail gemacht? Ich hoffe. Also, ne, von Dingens. Eingepflegt. Das weiß ich auch nicht, aber wir können ja gleich mal gucken. Ist ja eh gleich voll im Break. Ja, stimmt. Wo hab ich diese Dirt Ramp gehabt, verdammt nochmal? Don't need no Dirt Ramp. Warte mal. Was machst du da draußen? Wer, ich? Ja. Ich bin in der Mine unten. Hä, ich hab dich bis... Warst du das nicht? Ich hab gerade irgendwas gehört, was voll laut war. Ich dachte, das wär's du gewesen. Nee, ich bin in der Mine. Okay. Gut für dich, gut. Ich farme Stein. Da mit der Dirt Ramp ist ja echt geil, die zu bauen. Obwohl, nee, so müsste das gehen. Blockt. Ist die Dirt Ramp immer, die ist immer zwei breit, ne? Yes. Indeed. FML, Alter, FML. Oh, wieso ist denn, das ist ja kacke gemacht mit den Dirt Ramps. Hä? Ja, das ist nicht so einfach, ja. Warum ist denn nicht an einer Breite, weil... Ja gut, dann mach ich eine Treppe runter, dann brauche ich hier keine Dirt Ramp. Wahrscheinlich, weil der Karren auch zwei breit ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber hier bei den Feldern ist halt echt... Da brauche ich auch keinen Karren. Ja, scheiß auf die Dirt Ramp, da baue ich da mal eine Treppe hin aus Holz oder was weiß ich. Oder eine Erdtreppe geht ja nicht. Weil wir brauchen bei den Feldern krasse Maschinen, Mann. Ja? Du meinst so Mähdrescher und sowas? Alles, womit Kinder gerne spielen? Ja. Okay. Na gut, dann gucken wir mal. Da kriegen wir bestimmt was hin. Ich nehme jetzt nehme ich erstmal so ein bisschen Freizeitholz hier. So. Holz reicht ja für draußen, ne? Ja, doch. Ist ja easy. Hier ein Treppchen. Huch, ein Treppchen. Mehr brauche ich dann nicht. Voilà. Prost, Tobi. Bitte stirbe nicht. Na gut, das wird aber Klicks bringen vielleicht. Ja gut, da hast du recht. Also dann go, Tobi. Dann, alles, gib alles. So, Treppe. Place. Okay. Gut, dann kommt hier nochmal ein Wirt hin. Und... Ah, das schließt dann natürlich nicht ab. Okay. Dann kommt da kein Dirt hin, dann mache ich da auch nochmal Holz hin. Ah nee, warte, das wird gleich abschließen. Ich muss ja eigentlich nur mal mit dem Stempelkissen drauf und jetzt geht's. So. Ja, das passt doch. Nicht schön, aber zweckmäßig. Geil. So wie mein Gesicht. Nein. Was denn? Tobi, was denn? Ich rutsche mit meinem Karren ab. Was denn? Oh, nichts. Ach, ich liebe es. Schön. Ich glaube, ich möchte Blueberries aussäen. Irgendwo, wo Blueberries wachsen. Also diese Huckleberry oder wie die heißen. Ich glaube, hier möchte ich gerne irgendwo anpflanzen, wo die noch wachsen. Huckleberry. Jo. Tobi, der mit seinem Karren läuft. Okay, 43 Huckleberry Seeds habe ich noch.
Aber die hier anzupflanzen ist natürlich Selbstmord. Fern, Fireweed wächst hier auch nicht. Champignons. Ja, verdammt. Wo brennt man denn nochmal diese komischen Ziegel eigentlich? In deinem Ofen. Ah, ja, okay. Ach ja. Das mit dem Kochen ist so elendig. Oh Mann. Wo kann ich denn... Ich brauche wahrscheinlich einen Ofen dafür, ne? Um Schmorbraten herzustellen oder um das Lagerfeuer zu ersetzen, brauche ich wahrscheinlich einen Ofen eher. Als was anderes. Kann ich das in dem Ding da machen eigentlich? Nee, ne? Das sieht ja schon ein bisschen aus wie ein Pizzaofen. Aber Essen kann man daran nicht machen. Schade. Gibt's noch eine andere? Nee, da gibt's... Es gibt hier Öfen, die du an der Blast Furnace machen kannst. An der Blast Furnace? Ja, du meinst jetzt wahrscheinlich so Kochöfen quasi. Ja, ne? Genau. Das ja, gibt es hier. Das hier ist der Kiln. Okay, ich komm mal kurz rüber, das würde mich echt mal interessieren, weil ich möchte so... Ja. Für Essen würde ich gerne die ganzen Sachen drüben haben, auch wenn ich ganz ehrlich, wir werden das nicht regelmäßig machen. Wir werden wahrscheinlich wieder das Simpelste zum Fressen suchen und das eher nebenbei betreiben. Ja, das glaube ich auch. Ich breche mal kurz bei dir zu Hause ein, ne? Da musste ich in die Fabrik runterkommen. Oh. Schön, ja. mit der Treppe in den zweiten Stock, das ist ja schön. Ja, aber die Treppe sieht halt total scheiße aus. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir alles nicht. Die Treppen sind auch sehr klobig und brauchen sehr viel Platz. Ja, ja. Hier an dem Ding war es gerade schon Fackel da. Ah, hä? Da Kunststich mache. Aber habe ich so ein Ding nicht auch? Ja, das ist das ist der Kiln. Den habe ich. Nee, warte mal, hä, wo war das? Warte, das war hier aber irgendwo. Ach, hier an dem Ding hier, an dem, ne? Anvil. Da kannst du es machen. Da kannst du Eisenofen herstellen? Ja, Zementbrennofen, gusseiserner Ofen, ich weiß nicht, was du da machen kannst. Candlestand, Ceiling Candle, what? Iron Pipe, eine Münzerei, gut, die brauchen wir nicht unbedingt, können wir aus Prinzip machen. Ich knüpfe da mal die Schatztruhe an und dann kann man da schöne Sachen craften. Aber das sollten wir in der nächsten Folge machen, weil wir sind schon bei 42 Minuten. Oh, alles klar, okay. Wow. Cast Iron Store. Okay, warte mal ganz kurz. House Benefits, Room Kitchen, Furniture, Hub Cooking. Crispy Bacon, Tobi, ich kann uns Bacon machen. Bacon, ich hab schon Bacon, Alter, ich mache uns Bacon. Oh Gott, wie geil. Ist nicht das Hurenschwein so bei dir da im Let's Play von Minecraft damals? Du meinst Basson, der war Franzose und war da, war die Freundin oder der Freund von Topi. Wie ist er nicht? Topik? Topik, genau. Alter, Basson. Basson, das war Franzose. Alter, was denn? Du musst erst mal drauf kommen. Wer da was anderes assoziiert hat, da kann ich nichts für. Gut, okay, dann nächste Folge oder was? Ja, Sigi. Alles klar, aber dann vielen Dank fürs Zuschauen, lieber Zuschauer, ne? Ganz besonders vielen Dank, wenn du bei mir zugeguckt hast, nicht bei dem stinkenden Tobi. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.